Hey ho, es geht wieder auf ein neues Adventure. Diesmal nach Irland. Komm mit auf die Reise in den Norden. Die Reisezeit im Flugzeug verging wortwörtlich wie im Fluge und so kamen wir an. Norbert Heiermeier und Jens Hauenstein hier beim Frühstück in unserem ersten Unterkunft im Ashmore House. Hier wurden wir von einer netten alten Frau bedient, die ein super leckeres Frühstück uns präsentierte. Das Haus ist echt wunderschön. Und zum ersten Tag verwandelte ich mich in einen Maleficent-Teufel. Also komm mit, wenn's jetzt in das erste gotische Monastery, also Klosterruine, geht. Sie hatte auch zwei süße Hunde, die uns super lieb begrüßten. Hier auf der Fahrt zur ersten Location unserer Shootingreise in Irland. Es ist sozusagen im Westen. Und die Landschaft sieht ein bisschen rau dort aus und wir hatten aber auch schönes Wetter. Das ist das Monastery, das Kloster. Wie du siehst, schon ein cooles Gebäude. Für den perfekten teuflischen Look stieg ich also in eine Spitzenschuhe und breitete die weiten Flügel meiner schwarzen Easy Wings aus. Als Outfit habe ich einfach einen fetzigen Look gewählt mit einer zerlöcherten Nylonstrumpfhose, die ich natürlich echt so präpariert hatte. Auf Amazon hatte ich also diese Teufelsflügel gefunden und dachte zuerst, sie sind zu klein, aber irgendwie passen sie ziemlich gut in das Kostüm. Und ich fand sie auch noch besser als die Icy Wings, weil sie sich gegen den hellen Himmel noch besser abhebten. Und hier war die perfekte Location auf dem alten Altar des Klosters. Von Zeit zu Zeit regnete es, also mussten wir uns unterstellen, aber die Stimmung war immer trotz der wechselhaften Lichteinstellungen mega. Dann ging es weiter zur zweiten Location mit diesem gotischen Look, ein Kloster im Wald. Und hier nahmen wir auch ein paar Aufnahmen neben der
eindrucksvollen Kulisse. Dort gab es auch einen alten Friedhof, der sozusagen auch noch in Betrieb ist. Also wir haben auch ein paar neuere Gräber gefunden. Durch den Stilmix dieses Gebäudes sieht man auf jeden Fall, dass nach und nach immer wieder was dazugefügt wurde und renoviert wurde. Auf jeden Fall sieht es super schön aus für Aufnahmen und ist auch als Location sehr interessant. Besonders cool fand ich diesen Kreuzgang, weil in der Mitte ein Baum wuchs. Von innen fiel also etwas grünes Licht hinein und gab eine super schöne Stimmung. Ich glaube, damals, als sie das Kloster gebaut haben, haben sie auch diesen Baum gepflanzt. Es freut mich, dass du auch heute wieder bei meinem Artventure dabei gewesen bist. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass ein Like und Kommentar da. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Magic Monday on Patreon. Bis dann, deine Julie.